Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Titan Souls. Tja, im letzten Part haben wir ja tatsächlich noch geschafft, diese komische Meeresschlange da zu besiegen. Und ich sagte ja, dass wir das halt auch weiterhin so beibehalten werden. Also ich werde immer wieder mal ein bisschen probieren, eine ganze Weile die zu besiegen, die Titanen. Wenn es mir nicht gelingen sollte, dann, wie gesagt, werde ich jetzt natürlich weiterhin aufnehmen, aber ich werde euch dann halt nur den finalen Treffer mit reinschneiden, so wie bisher, so werden wir auch verbleiben. Und da sagte ich ja noch, wir werden uns jetzt nochmal dem Yeti stellen, also gehen was an. Ja, auch jetzt hier gerade wieder eine neue Session, sagte ich auch, die letzten, ich weiß gar nicht, die letzte Session, dürften das gewesen sein. Ich glaube, drei Parts waren halt auch, glaube ich, so, sogar nur, ne? Ja, da musste ich ja dann halt auch wieder los arbeiten. Aber jetzt sind wir wieder voll damit bei. Also, wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt doch irgendwie klein kriegen hier. Den. Alter. Da haben wir uns jetzt gerade schön den Arsch hingehalten, ne? Aber das ist echt ein bisschen heftig, der Typ. Ich muss jetzt natürlich auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ist jetzt zwar gerade nur, ich weiß gar nicht, zwei Tage her, wo ich gespielt habe, aber trotzdem ist er dann doch gleich wieder ein bisschen heftig. Diese Geschwindigkeit, die. Alter! Diese Geschwindigkeit, die man hier doch beibehalten muss, die ganze Zeit ja auch, ne? Man muss ja auch. Bei fast jedem Titan muss man ja wirklich immer sehr, sehr schnell sein. Man hat kaum Zeit, großartig still zu stehen. Und das ist hier. Du hast hier wirklich ganz kurz immer nur Zeit, um. Oh nein! Alter, das wäre jetzt schon fast gewesen, Leute. Wäre ein bisschen weiter noch gerollt. Das war ihm aber gar nicht so schlecht. Echt? Das hätte ihm schon fast klappen können. Okay, er rollt dreimal. Er rollt dreimal und dann macht er so eine Art Sprung. Okay, das müssen wir genauestens abpassen. Jetzt rollt er nochmal. Und jetzt springt er. Nee, doch. Hä? Warum nicht? Warum wirft er jetzt mehrere? Alter! Er rastet auch wieder völlig aus. Der Versuch davor war eben schon richtig cool gewesen. Der war richtig nice schon wieder. Ich habe gedacht, jetzt haben wir ihn schon. Das wäre wieder zu geil gewesen. Eieiei. Ich meine, der Yeti ist jetzt auch schon wieder so eine. So eine Marke. Aber was da oben war, was wir auch schon im letzten Part. War das auch im letzten Part oder davor? Vorigen Part, ich weiß es gar nicht mehr. Der war ja schon richtig derbe. Eigentlich hast du nur die Möglichkeit, wenn er kurz Schneebälle wirft, ne? Wo ist mein Pfeil? Habe ich den wieder? Nein, der Pfeil liegt natürlich. Jetzt bin ich da gar nicht mehr weggekommen. Der Pfeil lacht dann noch. Ich hab den gar nicht gesehen. Verdammte Axt. Und sich den dann erstmal wieder zu holen, das ist ja auch gar nicht mal so einfach. Vor allem, wenn man den kaum sieht, so wie ich eben. Ach, ja. Das kann ja noch was werden hier. Aber was mir bisher wirklich noch immer am meisten Sorgen macht, ist wirklich noch immer dieser Ritter. Boah, jetzt hab ich wieder nicht aufgepasst. Sollte mich auch vielleicht nicht immer zu dicht bei ihm hinstellen. Oder besser gesagt, nicht zu dicht immer an den Wänden stehen. Ach, jetzt sehe ich das doch erst, was das hier ist hier. Jetzt genau rechts neben mir. Das sind die Fußspuren. Da unten ist nämlich auch schon so eine. Von dem Yeti. Die Fußspuren, die führen hier rein. Ah. Jetzt habe ich das mal richtig erst gesehen. Da das Fußspuren sein sollen. Scheiße, wo ist jetzt mein Pfeil? Ich sehe den jetzt gar nicht. Wo
Oder habe ich den jetzt doch wieder? Ne, jetzt hab ich ihn wieder, okay. Nein! Oh! Fuck it, Mann, jetzt bin ich da wieder nicht weggekommen. Scheiße. Ja, man weiß natürlich nie, wann man jetzt, wann einem die Chance jetzt gegeben wird, ne? Wann man, ja, schießen kann, sag ich mal. Oder wann man nicht versuchen kann, zu schießen. Nein! Nein! Oh, jetzt hör doch auf! Wenn er dich zweimal, gehittet hat mit den alten Schneebällen, dann hast du kaum noch eine Möglichkeit, überhaupt wegzukommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, haben wir das schon probiert, die ganzen Fackeln hier zu entzünden? Ich glaube ja, ne? Da ist gar nichts passiert, oder? Na! Jetzt hängt der Pfeil um. Oh, an den ollen Eiszapfen fest. Na super. Okay, der ist doch ein bisschen hart hier gerade, ehrlich gesagt. Okay, komm schon. Irgendwie müssen wir das doch wohl mal packen. Scheiße. Oh, jetzt hat mich genau so ein Eiszapfen getroffen. Er steht aber eigentlich, vom Prinzip her steht er jedes Mal, oder fast jedes Mal, mit dem Arsch direkt zu uns. Also wenn er hier so gegenrollt, jetzt meine ich, dann steht er meistens immer so. Wir müssen versuchen, da mal dahinter zu kommen, vielleicht klappt es ja dann. Jetzt wirft er erst wieder. Na! Das sah schon sehr gut aussehend. Er steht jedes Mal so. Habt ihr gesehen? Okay, okay, okay. Das macht die Sache jetzt wieder ein bisschen möglicher. Sag ich jetzt mal einfach. Das macht die Sache wieder ein bisschen möglicher. Ah, Mann. Ich darf mich nicht schon gleich von den alten Schneebällen treffen lassen. Das ist scheiße. Ich muss wirklich mehr mit der Rolle arbeiten. Und ich glaube, ich brauche den Bogen dann auch vielleicht gar nicht so weit aufladen, oder? Weil er steht ja dann ziemlich dicht. Neben uns, vor uns, hinter uns, wie auch immer. Na! Oh, jetzt hör doch auf! Ich muss ja auch erstmal ein Stückchen weg. Ich muss da ja auch wieder nach da hinten hin. Sonst habe ich ja die Möglichkeit, gar nicht hinter ihm zu stehen. Also ich halte das wirklich für das Beste eigentlich momentan. Nein! Mann! Das war ihm doch auch schon wieder sehr knapp gewesen. Okay Leute, ein paar Mal werde ich aber noch probieren. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das will ich jetzt schaffen. Eigentlich so. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das großartig schneiden muss. Mann, das gibt's nicht, Alter, die Ratte. Der dreht sich auch viel zu schnell wieder um. Also hier ist es wirklich echt extrem knapp wieder bemessen. Den richtigen Zeitpunkt rauszufinden. Das war genauso wie in dieser Lava-Welt. Mit diesem Totenschädel und seine Morgensterne als Arme. Was ist denn nicht... Ich muss ihn doch schon getroffen haben, eben, oder nicht? Der war aber eigentlich auch schon wieder sehr, sehr gut gewesen. Mann, das kann nicht sein, Alter. Jetzt komm schon, das muss doch klappen. Ah, fick dich doch, ey. Mann. Die Schneebälle, das ist nämlich das, was zu ver... fatal ist gleich, weil du musst ja den schon immer gleich so doll ausweichen. Wenn er das gar nicht machen würde, sprich nur kurz warten, wenn er nur kurz warten würde und direkt losrollen würde.
Dafür. Oh, jetzt ist mein Pfeil wieder, wer weiß wo. Ja! Haha, ich wusste doch, ich krieg dich. Jedi jetzt tot. Nee, was stand da eben? Ich habe eine Trophäe gerade bekommen. Okay, wir haben ihn, Leute. Ja! Knie nieder, du Male! Und genau wie wir haben genau das Arschloch getroffen. Nicht mal eine Backe. Oh, der wird sich gefreut haben. Das ging hoch bis zum Darm. Ja, also jetzt haben wir haben noch Zeit, Mensch. Wir haben noch Zeit. Hat doch ganz gut geklappt. Ja, das ist ja das, was ich auch schon ein paar Mal sagte, glaube ich. Man muss halt seine Gegner erstmal ein bisschen studieren. Wann ist die beste Möglichkeit, um ihn zu verwunden oder ihn zu treffen? Ich weiß nicht, ob man ihn hier vielleicht... Okay, er senkt sich. Hat da eben ein Zahn gefehlt schon bei ihm? Boah, jetzt sag mir nicht, wir müssen mit dem Laser... Ich dachte mir aber schon fast, dass das so gewollt ist. Wir müssen tatsächlich erst den Typen mit seinen Waffen schlagen. Also wir müssen erst, da war ich nämlich zu sehen, da hat eben so eine Art, ja ich sag mal, also Zahn, weil er der Maul ist. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Boah, Alter. Fuck it. Das ist eben, das ist ja jetzt gar nicht leicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob so ein, ob das schon reicht, wenn man nur den sich so ein bisschen Platz macht. Also so wie eben schon war. Ein Zahn weg. Vielleicht reicht das ja schon. Muss man. Oh, Alter. Ja, ja, er kommt jetzt nur noch ganz selten hoch. Oh, Alter. Und dann ist halt die Frage, ob das überhaupt schon reicht. Also wenn er da komplett weggemacht werden muss, so ein Schuh raus, dann ist es echt hart hier. Nein, das war nicht. Boah, Alter, wurde ich auch schön rübergedrängt wieder von ihm. Okay, ey, was machst du denn? Okay, sollte eigentlich machbar sein. Also wenn das so ist, wie ich mir das jetzt denke. Ich weiß natürlich nicht, ob wir die Dings auch noch treffen müssen. Hier oben, die Augen. Das ist gut möglich. Jetzt komm, komm, komm. Ja. Scheiße. Ah, der hat gefehlt in der Mitte, der hat gefehlt. Okay, dann, aber ich denke mal, das reicht schon eigentlich, ne? Weil der Pfeil dürfte ja eigentlich durchgehen. Du hast ja dann praktisch eine Lücke schon geschaffen. Okay, erst einmal ein bisschen hierher. Und jetzt müssen wir ihm direkt... Nein! Hierher! Scheiße. Alter. Ist schon krass, ne? Also ich finde die Titanen, das sagte ich auch schon mal, ich finde die ja richtig nice auch. Ja, so gemacht halt. Sehen auch sehr cool aus alle. Der Jedi, das war jetzt halt mehr so, das sah eher ein bisschen witzig aus. Meiner Meinung nach. Ja. Okay, jetzt einmal kurz abwarten. Jetzt dürfte er doch wieder kommen. Ja! Genau so habe ich mir nämlich gedacht. So schwer bist du gar nicht. Ganz im Gegenteil.
Es läuft doch, Leute, es läuft doch. Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass wir die komplett hier wegmachen müssen hier. Wisst ihr das? Ich meine, nämlich von dem Maul hier die, ja, praktisch die Zähne komplett wegmachen. Und dann vielleicht noch sogar hier oben die beiden Glotzis, die Augen. Dachte ich, dass wir die vielleicht auch noch wegmachen müssen, aber nein. Anscheinend müssen wir das nicht. Und jetzt, genau, alle besiegt haben wir hier, Leute. Wie cool ist das denn? Und hier oben habe ich jetzt aber noch gesehen beim Yeti. Hier geht es ja auch noch hoch. Hier rechts jetzt. Wo geht's denn da hin? Aha, hier geht's weiter noch nach oben. Waren wir denn hier schon? Sieht hier ein bisschen größer aus. Das Ganze. Was ist hier los? Da ist noch eine Höhle. Oder sind wir da rausgekommen? Ne, das war irgendwo da, ne? Irgendwo rechts weiter war das doch, ne? Haben wir denn hier vielleicht noch irgendwo was? Nee, haben wir nicht. Okay, das heißt wohl, wir gehen einfach mal hier rein. Wird wahrscheinlich wieder noch ein. Oh. Das ist einfach nur so jetzt wieder, oder was? Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, vielleicht, wenn wir die Titanen hier komplett besiegt haben, alle, dass wir hier dann vielleicht nochmal her müssen zu dieser Säule, weil im Dings ist das ja auch, in dieser Lava-Welt, da in dieser Höhle. Da ist ja auch so ein. Ja, wie soll man das nennen hier? So ein Wappen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und in diesem komischen Wald ist sowas ebenfalls. Okay, damit hätten wir jetzt aber vom Prinzip her die Schneewelt. Und die Lava-Welt ja komplett abgeschlossen eigentlich. Im Prinzip. Die haben wir jetzt ja eigentlich abgeschlossen, diese beiden Bereiche. Ja, hier unten ging es ja. Ging es hier zur Lava-Welt? Nee, ne? Hier war gar nicht mehr, ne? Ach doch, hier war noch ein Titan, ne? Und hier ist nochmal eine Höhle gewesen. Ach, genau, hier ging es ja noch runter. Wo sind wir denn da hingekommen? Ach, da sind wir wieder zurück zu dieser komischen. Genau, zu diesem. Ja, na, Gemäuer, sag ich jetzt mal dazu. Und hier kommen wir. Hier ist der Wasserfall. Hier müssten wir doch eigentlich wieder zurückkommen zu dem, wo jetzt noch der Ritter ist, oder? War das nicht hier? Doch, doch, ich bin mir da schon ziemlich sicher, dass das hier war. Hier oben jetzt irgendwo, ne? Oder nicht? Auch nicht. Da geht's wieder hoch. Aha. Warum geht das jetzt auf? Ach, so viele müssen wir besiegen, um weiterzukommen, oder wie? Okay. Ehrlich gesagt, möchte ich da aber noch gar nicht hin. Uns fehlt ja jetzt nur noch in dem. Ach, jetzt sind wir hier sogar wieder in dem Wald. In diesem Waldstück. Da haben wir ja auch noch einen Titan. Den möchte ich aber auch ganz gerne erst noch besiegen. Da mussten wir halt den richtigen Weg finden, ne? So war das gewesen. Hier müsste doch. Genau. Und jetzt haben. Ah, okay, jetzt ist hier eh wieder gespeichert. Also hier fangen wir dann wieder an. Ja, Leute, jetzt sind wir wieder in diesem komischen Wald hier. Und wisst ihr, wie wir das machen? Wir machen das ganz einfach so. Ich werde jetzt für den nächsten Part hier schon mal den richtigen Weg finden zum Titanen. Ich hoffe, dass ich den überhaupt finde. Und ja, wenn ich ihn tatsächlich gefunden haben sollte, dann sehen wir uns direkt vor dem Tor wieder. Hoffe ich doch jedenfalls mal, dass wir uns dann wiedersehen. Ich würde mich jedenfalls freuen darüber, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Titan Souls.
lasst mal gerne wieder einen Daumen nach oben da, wenn euch gefällt und wenn ihr euch genauso freut wie ich, dass ich die Titanen hier schaffe. Weil es ist doch wirklich teilweise doch recht schwer. Aber es ist doch machbar, wenn man so will. Man muss sich halt, wie gesagt, ein bisschen Zeit lassen mit den Gegnern, die ein bisschen studieren, wie verhalten die sich, was machen die, wann ist die richtige Möglichkeit gegeben, um den entscheidenden Treffer zu setzen. Ist alles machbar, man muss sich halt nur Zeit lassen. Aber naja, gut, jetzt habe ich auch wieder genug gelabert hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, haut rein.